Hey ho meine Lieben, nächster Tag wieder mal und was machen wir heute Leckeres? Der Bernd von Smoking Bees Barbecue kommt ja nachher wieder vorbei und ja, gestern ist eben einiges noch von der Füllung übrig geblieben und die verwerte ich heute weiter. Also ist es mit einem Resteverwertungsvideo, aber ganz anders als gestern der Burger. Wir machen einen Rollbraten. Ja, aus dem schönen Schweinenacken. Den werde ich aufschneiden, schön flach kloppen und dann schauen wir, dass wir den mit der Spargelcreme füllen. Also Rollbraten mit Spargelcreme gefüllt. So nennen wir das Video. Gehen wir rüber, legen wir los. Da werden wir schon eine recht karge Übersicht, weil viel brauchen wir dazu nicht. Erstmal diesen wunderschönen Schweinenacken. Der hatte, Moment, ich kann es euch sagen, 1,881 Kilo, also knapp 2 Kilo Haufen Zeug. Dann den restlichen Cheddar vom Bernd nehmen wir. Dann habe ich noch einen Emmentaler mitgebracht. Hier ist die Masse eben mit dem Grünspargel und was hat er da verwendet? Creme Fraiche oder Quark? Ach, was weiß ich, was das war. Müssen wir das letzte Video nochmal angucken. Ich habe es leider noch nicht bearbeitet. Und hier ist der andere Spargel mit der Sauce Hollandaise. Mal schauen, was wir alles benötigen. Sollte das Ding zu viele Risse nachher haben, lege ich einfach noch ein Bacon aus. Ja, und was fehlt jetzt noch? Ganz klar, wir müssen ja das Fleisch vielleicht auch noch würzen. Und da kam mir heute der Zufall zu Hilfe. Ganz gewaltig. Ich habe ein kleines Päckchen bekommen. Tja, und da waren ein paar tolle Klaus-Gewürze drin. Vielen, vielen Dank dafür. Einmal das Mu. Würzmischung für Gerichte aus Rindfleisch. Fällt weg. Put-Put. Für Gerichte aus Geflügelfleisch. Fällt auch weg. Alles Käse. Würzmischung für Käse. Fällt natürlich auch weg. Tja. Grunz. Würzmischung für Gerichte mit Schweinefleisch. Und die probieren wir heute gleich einmal aus. Sehr, sehr geil. Tja, wenn der Postbote klingelt. So war das heute. Gut. Und jetzt werde ich erstmal schauen, dass ich den Schweinenacken aufschneide. Und hoffe, dass wir da jetzt einen schönen Lappen zurechtkriegen, wo wir nachher auch richtig, richtig schön rollen können. Tja, wie schneide ich jetzt das Ding? Einmal in der Mitte und dann zweimal nach außen. Ja, da fallen wir schon durch. Tja, und dann probiere ich das jetzt noch nach außen einmal aufzuschneiden. Also wenn wir da jetzt ein paar Löcherchen drin haben, mein Gott, das ist halt so. So schlimm ist es nicht. Und ja, jetzt klopfen wir uns das Ganze einmal. Einfach, dass es ein bisschen flacher und noch größer wird. Und vielleicht sogar ein bisschen zarter. So Freunde, dann können wir jetzt anfangen, diese Seite zu würzen. Oh ja, riecht da mal sehr lecker. Bin ich aber auch nicht anders gewohnt von den Klaus-Gewürzen. Aufgepasst, ich habe jetzt bloß eine Hand verwendet, damit ich hier mein Gewürz mit der trockenen Hand weiter auftragen kann. So, Geschmack werden wir definitiv genügend da drin haben jetzt. Dann haben wir hier diese Spargelmasse. Dann nehme ich mir jetzt den Kars.
Ding einen geriebenen Emmentaler. Tu den einfach, also gut den halben Beutel da reinmischen. So, und jetzt muss ich noch schauen, ob ich noch ein Bacon habe, weil dann legt man das noch einmal mit Bacon aus. Autsch, ich war jetzt so hoch konzentriert mit dem Bacon auseinanderpfriemeln, dass ich total vergessen habe, die Cam einzuschalten. Naja, passiert. So, jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen was von dem Cheddar. Also ich glaube, den weißen Spargel werden wir definitiv hierfür nicht brauchen. Den gibt es nachher dazu einfach mit Kartoffeln. Vielleicht kann man ja den Spargel mit Kartoffeln mischen. Das muss ich mal mit Schatz abklären. Und ja, hier tun wir die restliche Masse mit dem geriebenen Emmentaler. Tja, einfach hier drauf. Dann machen wir das jetzt wie bei einer Roulade. Zumindest probiere ich das jetzt einmal. Die Seite hier etwas einklappen. Dann haben wir eine wunderbare Fleischrolle. Und jetzt hole ich mir meine Schnur und werde den noch komplett verschnüren. Und ja, Freunde, da ich das viel besser kann, wenn die Cam nicht an ist, wenn ich da keine Zuschauer habe, mache ich jetzt die Cam ganz einfach aus, verschnüre das und zeige euch dann das fertige Brätlein braten. So, Freunde, der Yoshi ist fertig. Ich wusste doch, wenn ich das für mich persönlich alleine mache, kriege ich das recht gut hin. Und jetzt, wenn gewünscht, kann man ja noch ein bisschen nachwürzen. Das mache ich jetzt auch. Das ist jetzt meine Transportschale. Tja, geil. Geilomat. Und dann wäre auch schon fertig für den Grill. Ich werde jetzt rausgehen, werde den Grill anfeuern und dann kann man auch schon drauflegen. So, Fliegenschutzfolie runter und dann klatschen wir den jetzt einfach hier in indirekten Bereich und hau ruck. Tja, und dann drehen wir ihn einfach immer wieder mal, bis er gar ist. Und leider habe ich nicht auf die Uhr geschaut, wann ich das Ding draufgelegt habe, aber wir fangen mal zum Drehen an. Hoffen, dass er stehen bleibt. Bleibst du stehen? Ja, du bleibst stehen. Wunderbar. Und so machen wir das jetzt ringsrum. So, dann wollen wir mal wieder drehen. Bernd, was sagst du dazu? Wie sieht er aus? Ich würde sagen, scheiße lecker. Das sind Ausdrucksweisen. Boah, sieht ja geil aus. Das ist richtig geil. Leider kommt doch die Füllung etwas raus, aber mein Gott, das ist halt jetzt so. Joho, 69 Grad Kerntemperatur. Ich denke mal so bis, also in der Mitte gemessen, ich denke mal so bis 72 ziehen wir's und dann kann man essen. Leider ist ein bisschen was von der Füllung rausgekommen, aber naja, kann man nicht ändern. Lecker. Bernd! Ja, ich komme. Ich komme auch. Ich bin da. Gibst du den geilen Braten? Du wolltest ja Rostbratwürstle haben. Ja, stimmt, verdammt. Ich wieder nur Rostbratwürste, da liegt ein geiler Braten drin, ich depp. Nein, die Würste sind für den Junior. Für den Junior hier. Und ja, genau. Jetzt darf der Bernd noch seine Juniors Rostbratwürstle grillen. Und dann können wir essen. Bitte schön, dein Grill. So, zack.
Ja, ja, das Beste ist das zwischen rohen und verbrennten, gell? Danke. Das sind die Besten. Ich muss vorkosten, nicht, dass wir dich vergiften. So. Bitteschön. Die anderen kommen später vielleicht an. Da ist schon so einiger dran verzweifelt, an so einer ganzen Packung zu essen. Das Ding sieht doch mal richtig klasse aus. Tja, jetzt warten wir nur noch, dass Schatz hier rauskommt und uns den Braten schön in Scheiben schneidet. Dazu gibt es hier leckere Rosmarinkartoffeln. Ja, und den Spargelrest von gestern. Und Walche deines Amtes. Mittelschnitt? Ja, freilich oder so halber Mitte. Oh, ich glaube, da kommt noch genügend Füllung raus. Ja, ja, volles Programm, Leute, volles Programm. Geil. Da gibt es jetzt dann gleich Happer und ein schönes Probiererle. Ah, jetzt kriegt man Bernd heute wieder nicht fürs Probiererle vor die Cam, obwohl der kann einfach nachher hinten rumspringen. Das machst du jetzt dann auch gleich. Ich komme mit meinem Teller rüber zu dir. Ja, genau. Das müssen wir mindestens mit drauf haben. Also ich war jetzt mit der ersten Ladung erst einmal sparsam. Und ja, also der Braten mit der Füllung sieht schon sehr geil aus. Jetzt bin ich gespannt, wie die Würze schmeckt vom Klaus. Ja, der Spargel von gestern auch noch. Ich war nicht so sparsam. Ja, macht nichts, du kannst sie auch nachher noch nachnehmen. Und natürlich die geilen Rosmarinkartoffeln wieder. Jetzt fangen wir einfach ganz pauschal mal zum Mampfen an hier vor der Cam. Genau. Ja, ja, man sieht ihn. Ja. Einwandfreie Rosmarinkartoffeln. Der Spargel ist auch sehr lecker. So. Würze super lecker. Und jetzt muss ich hier erst einmal den Faden hier wegkriegen. Ich finde ihn gar nicht mehr. Macht nichts. Füllung passt perfekt. Rosmarinkartoffeln. Heiß und lecker. Und Spargel kenne ich. Der war mega gestern. Mhm. Der wird heute noch besser sein. Also, das Gewürz vom Klaus muss ich wieder eine klare Empfehlung dafür aussprechen. Schmeckt sehr, sehr geil. Und der Rest auch. Also, mit dieser Füllung hätte man nicht anders machen können. Also, wollt ihr das nachmachen? Dann müsst ihr zum einen beim Bernd ins Video gucken. Oder eben das von mir, das letzte. Ich weiß nicht, sieht man da die Füllung ausführlich? Ich habe ja die Füllung sogar noch mit Käse vermischt. Ja. Und dein Cheddar habe ich auch noch mit rein gelegt. Ich muss mir das Video angucken. Ja. Ja, und geil. Einfach nur geil. Mega lecker. Aber das kenne ich so. Mhm. Schatz, was sagst du dazu? Sehr gut. Dann machen wir gleich das Fazit fertig. Also. Klopfen wir mal auf die Schulter. Okay. Leute, das war's mit dem Video. Schaut auch die kommenden Videos an. Es wird definitiv noch weitergehen mit dem Grilleis.
aber halt gerade, wenn ich Lust drauf habe. 8 Stück sind noch übrig. 8 Grillei Max. Mhm. Okay. Dann sage ich mal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, beim Bernd vorbeizugucken. Macht's gut, ciao. Leute, wenn das nicht noch ein Nachtrag wert ist. Schatz, was ist das? Ein Erdbeer-Tiramisu. Oh, gib doch mal eine Ladung, ich muss ein Probierle machen. Jetzt schreien sie dann wieder alle nach dem Rezept. 100 pro kommt da wieder was. Ich hör's jetzt schon. Oh, das erste Stückchen immer rausbringen. Ich will nur ein ganz kleines, also die Hälfte. Leute, auch so ein Erdbeer-Tiramisu kann was. Du kannst gerne noch mal was haben, wenn du das gegessen hast. Aber jetzt so, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.